Wir sind zurück zu Miles Morales, den unschlagbaren Fadenschwinger. Und wir dürfen weiterspielen. Ich muss das Spiel auch nur dreimal neu starten. Okay. So. Jetzt müssen wir mal gucken. Die eine hat ja hier so ein Megaschwert. Weiß nicht, ob wir ihr das auch abnehmen können. Es wäre natürlich nett. So, jetzt erstmal hier. Oh mein Gott. Also das Schwert ist schon dezent unfair und wir können es nicht abnehmen. Alles klar, gut. Dann kümmern wir uns erstmal um die kleinen Leute. Da wurde die kleine Frau ganz groß, ne? Hup, hallo. Oh, 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 oh. Der kann mich ranziehen. Der hat ja bessere Fähigkeiten als ich. Aktuell. So, das bekommen wir noch nicht hin, die Leute ranzuziehen. Schade, dass die kein Friendly Fire haben. Das wäre natürlich mega geil. In einer Gangsterhöhle kämpfen. Ja, ein Gangster-Safe hier. Alter, guckt euch mal die Bolzen an dem Safe an. Oh mein Gott. Oh, kleinen Moment. Das war jetzt aber nicht sehr nett. Wow, die haben mich wirklich gleich. Möglicherweise könnte mir das kurz helfen. So, bitteschön. So, jetzt ist aber Ruhe hier im Schacht. Oder im Safe. In der Gangsterhöhle. Der Underground scheint in alten Fisk-Baustellen zu hausen. Oh, witzigerweise auch da, wo wir Kisten haben. Okay, drei kleine Bütchen haben die. Ist noch ein Theater dabei? Finn hat eins erwähnt. Ein Theater, ja? Das ist... Sag's nicht, Genki. Dramatisch. Ich will hier einmal reingucken. Das müsste das Gem Theater sein. Klingt, als hätte sie das Nuform da versteckt. Das ist mein nächstes Ziel. So ein dicker Safe und nur Plunder drin, ne? Wenn du zuerst zu den Underground verstecken willst, kenne ich jemanden, der sagt mir doch schon eher zu. Cool, ich setze die Verstecke auf meine To-Do-Liste und melde mich, wenn ich beim Theater bin. Können wir uns hier nicht ein bisschen Taschengeld mitnehmen? Ich meine, es ist sowieso, Finn will sich erst später mit dem Underground beim Theater treffen. Also es wäre ja nicht kriminell, wenn man es Kriminellen wegnimmt, oder? Oder irgendwelche anderen Sachen. Nice. Das nenne ich mal Sicherheitstüren. Da kommt keiner so schnell durch. So. Dann müssen wir wieder durch den Spalt. Okay, hier noch irgendwie eine Kiste oder irgendwas. Im Auto vielleicht. Nee. Gut, dann würde ich sagen, können wir gehen. Für dich sind Anzüge oder Modifikationen zum Kauf verfügbar. Ja, gucken wir doch einmal rein. Und jetzt geht auch die Taste wieder. Modifikationen können wir uns angucken. Du hast einen neuen Visier... Du hast einen neuen Visier-Modifikationsplatz freigeschaltet. Okay, was können wir denn hier... Sichtkontakt... Zieht beim Scannen eine Linie von einem Gegner zu allen anderen, die sich derzeit in deinem Sichtfeld befinden. Energie, die nach einem erfolgreichen Venom-Angriff zurückbleibt, wird sichtbar und kann bei Kontakt absorbiert werden, um mehr Venom-Kraft zu erzeugen. Aktiviert Tarnung automatisch kurz vor Entdeckung bei lautlos Bewegung. Okay, ich würde sagen, dass wir uns
dem hier annehmen würden, aber wir haben leider, uns fehlen noch zwei Aktivitätsmarken, damit wir das machen können. So, haben wir denn einen neuen Anzug? Wir können... Ach, uns fehlen überall Aktivitätsmarken. Oh, Comic Design. Hat auch was Witziges. Naja. Sieht so ein bisschen aus wie Gwen Stacy, also Spider-Gwen, nur in Rot. Nein, das sagt mir gar nicht zu. Okay, den Rest dürfen wir uns nicht mal angucken. Oh, wir haben hier unten noch die Möglichkeit, denke ich, was freizuschalten. Ne, haben wir alle schon gemacht. Na gut, dann wollen wir doch mal weiter. Wir können ja mal gucken auf der Karte, was haben wir denn hier noch in der Nähe? Wir könnten hier noch eine Kiste einsammeln. Die ist gleich um die Ecke. Und auf dem Weg von hier nach dort haben wir noch drei Kisten und könnten hier nochmal die Lautlos-Herausforderung absorbieren. Absolvieren. Was für ein Sonnenuntergang. Mei, oh mei. Ja, es ist spät. Ja, ich bin müde. Aber ich kann dieses Spiel gerade nicht ausschalten. Kingpin des Verbrechens. Offenbar genießt er seine 5-Sterne-Zelle, die größer ist als Jareds Wohnung, während seine Rechtsanwälte an seinem Freispruch arbeiten. Aber anscheinend gibt es doch noch Gerechtigkeit auf der Welt. Der neue Recherchen des Daily Bugle hat... Bin ja mal gespannt, ob wir Kingpin im Laufe dieses Spiels auch noch begegnen werden. Und was mich interessieren würde, wäre, wenn Kingpin mitkriegt, dass die sein ganzes... erstmal, wenn er sein Bild sehen würde, wo sie ihn bemalt haben. Und die würden, er würde mitkriegen, was die an... Boah, Jonah, halt doch mal einen Sammel, ich kann mich gar nicht konzentrieren. Wie ist es so, in seiner eigenen Schlinge zu stecken, Wilson? Ja, Jared, das sagt man wirklich so. Lies mal ein Buch! Können wir das auch ausschalten zwischendurch? Ich frage mich, ob Kingpin gegen den Underground kämpfen würde, wenn er mitkriegt, dass die halt seine ganzen Buden beschlagnahmt haben, überall eingezogen sind. Und es sind ja streng genommen rivalisierende Gangs, wenn man es so nimmt. Kämpfen die denn gegeneinander? Höchstwahrscheinlich nicht, während wir dabei sind. Boah, komm mal her hier, mein Kleiner. Alter, die hat aber ordentlich Schmackes in ihren Händen, ne? Die junge Dame hier. So. Kleinen Moment. Da bist du mir aber reingesprungen. So. Das war's. So, das haben wir erledigt. Dann können wir bei der Gelegenheit ja einmal das Verbrechen bekämpfen. Wenn wir schon in der Schlägerei drin sind, wir sind gerade im Rage-Mode. Sieht nach einem Einbruch aus. Oha, ja. Nur 4 Gegner mit Luftschleuder. So, das war einer. Würde ich ja, aber du läufst ja weg. Ja, irgendwie haben wir unterschiedliche Auffassungen von das war's. So. Das ist der dritte. Und die anderen haben wir nicht gekriegt. Die sind leider entkommen. Okay, das ist neu, dass die weglaufen. Wir scheinen richtig Autorität aufgebaut zu haben. Die Leute kennen uns mittlerweile. Vor allem die Kriminellen. So. Zeit für ein paar mega geile Stunts. Ui. Boah, die Rückwärtsrolle sieht ja auch nice aus, ne? Macht ja auch ein bisschen Sinn beim Schwingen. So, hier vorne müssen wir noch eine Kiste haben. Die wollten wir auch noch mitnehmen. Ja, wie weit können wir hochlaufen? Oh,
Geil. Okay, hier vorne haben wir wieder ein Verbrechen. Wollen wir dem nachgehen? Ja, ne? What the fuck? Autsch. Habt ihr denn echt nichts Besseres zu tun? So. Ja, kleinen Moment. Bitte nicht zu dolle neutralisieren. Ich bin ja noch Schüler, ne? Da habt ihr selber gesagt, ich bin Schüler vom Spider-Man. So. Ich glaube, den müssen wir gar nicht bekämpfen, wenn er hier runterfällt. Oh. So. Und runter vom Dach. Du stehst da auch praktisch. Oh, er ist nicht bis drüben gekommen. Schade für ihn. So. Und jetzt, die Quest haben wir erfüllt. Wir haben alle vom Dach geschubst. Jetzt, wo ist die Kiste? Wie könnt ihr hier einfach unauffällig auf einem Hausdach mit so einer Kiste... Erstmal, die Kiste ist ja mega schwer, gehe ich mal von aus. Die wird das ganze Treppenhaus hochgeschleppt mit zwei Raketenwerfern, etlichen Granaten und keiner kriegt das mit. Mit welcher Berechtigung dürfen die gesetzlich sich hier oben positionieren? Es gibt Neuigkeiten, Freunde. Das Asyl Feast Nord in Harlem schließt seine Tore. Warum ist nicht ganz klar, aber es soll aufgrund Kiste. Eines Wasserschadens unbewohnbar sein. Wenn ihr Geld spenden könnt oder Zeit, Decken, Nahrungsmittel, würdet ihr den Menschen, die in Not geraten, wirklich helfen. Heutiger Rat? Eine Papierschicht. So, und jetzt haben wir auf dem Weg zu unserer nächsten Quest. Ein Buch von J. Jonah Jameson. Keine Möglichkeit, mir die Karte aufzurufen. Das ist doch... Also das Spiel hat noch so seine Tücken, muss ich ehrlich sagen. Das ist schon 2 Jahre draußen. Aber es hat tatsächlich noch seine Tücken. Okay, jetzt wir sind jetzt... tatsächlich hier hingegangen, dann würde ich sagen, wir gehen erst hier hin. Von hier gehen wir darüber und dann gehen wir da hin. Jetzt kann ich hier auch nicht mehr markieren. Also das ist doch eigener Wegpunkt. Aha. Okay. Na gut. Ein Mix aus Tastatur und Gamepad löst das Problem. So, dann machen wir einmal die Stealth-Herausforderung. Mal gucken, was Pete uns hier wieder vorbereitet hat. Hey, laut App verfolgt die Polizei gerade Autodiebe. Ja, ich kann nicht, die machen das schon. Polizei ist ja dran, ne? Was wollen wir uns da jetzt noch einmischen? So, beste Platzierung. 240 Sekunden für die goldene ultimative Auszeichnung. 480 Sekunden werden immer noch spektakulär und 480 Sekunden wären auch unglaublich. Lol. Gut, nehmen wir so hin. Lautloser Tritt. Wollen wir mal schauen, was wir da machen müssen. Lass dich vom knallroten Kostüm nicht täuschen. Schleichen ist sehr wichtig in diesem Job. Schalte hier alle Gegner aus, ohne dass du gesehen wirst. Je schneller, desto mehr Punkte gibt es. Wir können uns unsichtbar machen, also dürfte es ja nicht so schwer werden, ne? Los geht's. 3, 2, 1. Go. Vergiss den unteren Bereich nicht. Ja. Die könnten überall sein. Wenn sie mich sehen, ist es aus. Also, ich darf gar nicht gesehen werden. Komm mal noch ein Stück dichter. So. Ich glaube, er hat mich nicht gesehen. Er hat nichts Unbewusst gesehen. Ach, Mist. Dein Ernst jetzt? Okay. Also ich darf gar nicht gesehen werden und die kriegen halt mit, wenn ich einen mitnehme. Es geht nichts über Bösewicht Burritos. Ich darf nicht gesehen werden, sagte Pete. Dann fangen wir doch erstmal hier hinten an. So, die gucken ja alle nach außen. Das heißt, wir holen uns erstmal den hier. So.
Den können wir gleich machen. Das nenne ich schön kuschelig eingewickelt. Leichen ist der Hammer. Wie Versteck spielen mit super hohen Einsätzen. Okay. Hier haben wir alle drei weg. 3 von 3 erledigt. Ziel wird gesucht. Warum? Ob er wohl in 3 Wochen ein holographischer Schmetterling wird? So. Tolle Idee. Das Feature sollte ich einbauen. Schlaf gut. Wie sind wir denn zeitlich aufgestellt? Gute Frage, ne? Okay, einmal darüber. Oh. Vielleicht einmal darüber. Wir haben ja hier auch noch einen Tower. Ich glaube, ich muss mich langsam ein bisschen beeilen. Einfacher als ich dachte. Die Hälfte müsste ich schon haben. Ja, die Hälfte sind noch nicht alle, mein Freund. Okay. So, den haben wir auch. Hier waren ja nur 2. Gehen wir nochmal hier auf den Aussichtspunkt. Und jetzt müssen wir gucken, wie wir die hier alle wegkriegen. Die dürfen sich gegenseitig ja nicht angucken im Optimalfall, ne? Das heißt, wenn wir den hier wegnehmen, werden wir wahrscheinlich schon gesehen. Außer... Fast. Das war knapp. Mist. Ah, mei, oh mei. Okay, also nochmal. Gehen erst die Türme ab. Das hat, zumindest hat das schon mal gut funktioniert. Ich habe im oberen Bereich noch ein paar gesehen. Einmal hier rüber. Dieses Training schaffe ich nur, wenn sie mich nicht sehen. Den guten hier weg. So. Den nehmen wir auch noch mit raus. Ich hatte keinen Glückstag heute. Sorry. Den können wir uns so wegsnacken. Jetzt wäre ich fast gesehen worden. So, einmal hier hoch. Okay. Eso me gustó. Einmal darüber. Gut, jetzt können wir den wegnehmen. Der andere hat sich ja gerade weggedreht. Und ausgenockt. Den auch noch. Jetzt einmal hier rüber. Nehmen wir die beiden raus. Okay, den haben wir auch noch. Die Hälfte müsste ich schon haben. Ja, an dem Punkt waren wir aber schon. Miles. So. Oh, scheiße, das hat der andere gesehen. Können wir den noch ganz schnell... Ach, das zählt nicht? Das ist so unfair. Kann man nicht aufgeben. Eigentlich will ich gerne aufgeben. Okay. So. Du kannst sie auch von oben ausschalten. Ja, vielleicht machen wir... Das ist nicht dein Ernst. Okay. Habe ich denn noch andere Möglichkeiten, als die immer nur hochzuziehen? Oder wir scheißen auf den Timer. Ja, sagen wir, ultimativ ist egal. So. Ja, er hat schon wieder den anderen genommen. Einfacher als ich dachte. Okay, dabei wollte ich eigentlich den da haben. So, gehen wir hier einmal rüber. Wir haben einen nach da gucken. Dann nehmen wir den hier raus. So. Damit hast du nicht gerechnet. Den weg. Darüber. Jetzt müssen wir einmal warten, bis er ein Stück weggegangen ist. So, das sollte reichen. Okay. Die Tower sind ja soweit ganz einfach, ne? Also an den 4 Türmen kann man die ganz gut wegholen. Schwierig wird's ja denn in der Mitte. Die Hälfte müsste ich schon haben. Bin mir auch nicht sicher, wir müssen ja schätzungsweise alle hochziehen, ne? Okay, hier haben wir auch nur 2 Leute. Oder Hologramme. Spektralerscheinung. So. Okay,
Okay, jetzt müssen wir einmal gucken. Die beiden gucken sich gegenseitig an. Er ist im Sichtfeld von ihm da. Wir haben die beiden. Wir haben ihn. Er steht auch im Sichtfeld von denen. Zählt das, wenn ich... Fernzündermine. Das ist eine gute Frage. Ich bin mir nicht sicher, ob das zählt. Oh Gott. In welcher Reihenfolge? Ich glaube, den da hinten können wir auf jeden Fall wegnehmen. Aber jetzt vielleicht nicht mehr. Okay, das ging noch so weit. Einmal die Seiten wechseln. Gefahr sicher? Sicher. Unmächtig sehen sie so friedlich aus. Okay, also die zeigen mir an, wenn ich die hochziehen kann. Oder wie darf ich das verstehen? Oder ist der nur die ganze Zeit alarmiert? Die drei werden halt mega schwierig, ne? Okay, ich kann ihn nicht ablenken, leider. Ja, darf ich mich unsichtbar machen? Oder zählt das? Okay, jetzt hier einmal schnell rüber. Geschafft. Und jetzt müssen wir die beiden wegkriegen. Wie kriege ich die weg? Wir können es ja mal hiermit versuchen. So. Okay, hat nicht ganz gezählt. So. Dann müssen wir den so wegnehmen. Wunderbar. Der Gewinner ist der ultimative Spider-Man. Jetzt bist du ein echter Ninja und man wird dich nicht mehr so leicht entdecken. Fröhliches Schleichen. Echter Ninja. Gefällt mir. So, neue Fertigkeiten haben wir freigeschaltet. Gehen wir doch mal reingucken. Wir haben erhöhte Wirkungsbereich Venom-Schmetter. Tarnfähigkeiten. Komm, wir nehmen die Tarnfähigkeiten einmal mit. Den Venom-Schmetter nehmen wir mit. Und verdoppelt die Zeit, in der Gegner Venom geschockt sind. Kostet einen, haben wir nicht. Unerschwinglich für uns. So, die Geräte selbst. Wir können die Mine einmal aufwerten. Okay, und das war's eigentlich auch schon. Unerschwinglich, unerschwinglich. Gut. Dann gucken wir uns noch einmal die Map an. Welche Karte wäre jetzt das nächste? Ach, Mai. Okay. Aha, wir kommen doch noch in die Karte. So, wir hätten jetzt noch die Kiste. Ich würde mir die gerne holen, weil ich möchte die Anzüge aufwerten. Nach der Kiste holen wir uns die Kiste und dann gehen wir weitermachen. Oder wir gehen hier hin. Wir können ja auch das Underground-Versteck uns raussuchen, dass wir sagen, wir nehmen die Kiste. Gehen dann zum Underground-Versteck, infiltrieren das Ding. Gehen dann hoch zu der Kiste und dann machen wir die Story weiter. Ich würde sagen, das klingt nach einem Plan. In der Reihenfolge gehen wir auf jeden Fall vor. Die Kiste hier kriegen wir definitiv noch diese Folge. So. Jetzt müssen wir einmal schauen. Wo könnte diese Kiste sein? Vielleicht habt ihr gehört, dass ich Kandidatin Rio Morales als Stadträtin unterstützt habe. Heute werde ich sie interviewen. Können wir das hier aufmachen? Danke, dass Sie hier sind, Miss Morales. Vielen Dank für die Einladung. Ich mag Ihre Show wirklich sehr. Oh, danke.
Sie treten gegen den Amtsinhaber in Ihrem Bezirk an. Inwiefern wollen Sie seine Arbeit verbessern? Im Gegensatz zu meinem Gegenkandidaten lebe ich selbst im Viertel und höre den Leuten zu, die dort leben. Ich will, dass Harlem wieder so sicher und lebendig wird wie in meiner Kindheit. Die Roxxon Plaza wurde unter seiner Führung... Das sieht doch aus, als würde hier irgendwo eine Kiste sein. Allein deshalb sollte man zweimal nachdenken, bevor man ihn wählt. Da sind wir uns einig. Kleiner Themenwechsel. Sie sind Lehrerin für Naturwissenschaften. Warum wollten Sie in die Politik einsteigen? Für mich geht es darum, dass ich mein Zuhause liebe und für es kämpfen will. Als Martin Lee das Rathaus angriff, gab mein Mann sein Leben, um andere zu schützen. Unsere Mom, die hat gut reden, ne? Gute Argumente. Meine Nachbarn und Freunde einsetze. Meine Stimme hat sie. Viel Erfolg bei den Wahlen und danke, dass Sie hier waren. Danny-Fans, in der nächsten Stunde findet ihr ein Q&A mit Kandidatin Morales auf meinem Blog. Bis zum nächsten Mal. Und immer eine Minute pro Stunde für tiefes, meditatives Atmen einplanen. Das macht den Kopf klar. Okay, bis bald. So, gleich um die Ecke. Gehen wir doch direkt hin. So. Wenn ich herausfinden Höhe kann, zu gewinnen, was Finn mit dem Luform vorhat und es ihr wegnehmen kann, wird's ein guter Tag. Oh, okay, ihr wollt es wohl so. Ah, auf uns wird immer geschossen. Wir sind doch der Gute, warum mag uns denn keiner? Erstmal verstecken. Nicht knapp. Okay, den haben wir auf jeden Fall unauffällig ausgeschaltet. Im, naja, Stealth-Modus waren wir jetzt nicht unbedingt, aber... Oh. Kleinen Moment. Au, Alter. Alter, das hat gesessen. Ob ich die Raketen eigentlich zurückschmeißen kann, das würde ich gerne mal wissen. Okay. Tatsächlich, also angezeigt werden sie mir. So, jetzt müssen wir hier erstmal wieder hoch. Lalalala. Moin. Okay. Er hat keinen anvisiert. So, weg mit dir, du Schlingel. Jetzt will ich das mal versuchen. Ja, nice. Oh, wie schmeckt dir deine eigene Rakete? Okay, ich komme da nicht ran. Au revoir! Oh, guck mal, die hängen da alle. Die haben wir festgesponnen. Was? Wer? Warum? Wieso bist du so? Was habe ich dir getan? Und? Oh. Okay, Feind greift dich an. Und tschüss. Jetzt haben wir auch keinen mehr weiter hier, ne? Ja, jetzt haben wir nur noch dieses Gebäude da drüben. Das rote, das wir infiltrieren wollten. Guck mal. Das sieht dezent unbequem aus. Habe ich dir eigentlich mal erzählt, dass diese Netze nur ungefähr eine Viertelstunde halten, bevor sie sich auflösen, allmählich? Das heißt, du solltest dich gegebenenfalls an jeder Kante, die dir zur Verfügung steht, festhalten. Es könnte dezent wehtun. Ich glaube nicht, dass die Feuerwehr mit der Drehleiter hier hochkommt. Oh. Ist das nicht eine herrliche Aussicht hier oben? Ja, oder? Du solltest mir dankbar sein. Diesen Ausblick habe ich dir ermöglicht. Hallo, mein Schatz.
Schatz. Was treibst du so? Nix. Oh, ich bin nur joggen. Schon wieder? Schade. Ich habe gedacht gehabt, das Netz würde sich auflösen, er würde runterfallen. Mach ich doch. Ich bin nicht sadistisch, aber ich hab's mir witzig vorgestellt. Verschwindest stundenlang zum Lernen. Ich will dir nichts vorschreiben, aber ich mache mir Sorgen, Micho. Wenn ich mich ausgebrannt fühle, lass ich es nicht wissen, okay? Jetzt macht sich Mama zu viele Sorgen, weil wir zu viel lernen für die Schule. Wir denken an unsere Zukunft und Mama hat ein Problem damit. So, ich möchte gerne einmal gucken. Da ist noch ein Radius von der Kiste oder irgendwas. So, ich möchte mir erstmal das Gebäude drüben angucken, bevor wir da reingehen, weil es wurden ja einige Gegner angezeigt, ne? Wollen wir das Gebäude vielleicht mal gucken, dass wir relativ unauffällig reingehen oder voll Action? Ah, gute Frage, ne? Was sagt mir mehr zu? Bin sowieso unfähig, was den Stealth-Modus angeht, also würde ich sagen voll Action. Wir haben auch ganz oben keine Gegner, also es fängt erst auf der Höhe da, also hier vorne fängt das erst an. Hier oben ist niemand, ne? Okay, dann holen wir uns in der nächsten Folge dieses Gebäude und gehen anschließend weiter zu unserer Main-Mission. Dann lassen wir uns nicht weiter ablenken. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei, schaltet sehr gerne wieder ein. Ich würde mich freuen. Bis dahin, macht's gut. Ciao.